Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, und einen schönen Abend. Und zuerst danke an Sie alle, dass Sie hierher gekommen sind. Und danke an die Veranstalter, die sich so viel Mühe gegeben haben und die ganze Arbeit dafür gemacht haben. Wenn ich da jetzt so zuhöre und sehe Gemeinwohlökonomie, Kulturwandel, Kredel zu Kredel haben wir da sitzen, Kreislaufwirtschaft, und dann kommt noch einer mit dem Holzkopf oder mit dem Holz daher. Was hat das alles miteinander zu tun? Warum gibt es das alles? Warum beschäftigen wir uns mit Gemeinwohlökonomie? Wir leben doch auf einem materiellen Wohlstandsniveau, das noch nie so hoch war. Und trotzdem wissen wir alle, irgendwas stimmt nicht, wir müssen was ändern. Wo ist diese Wurzel? Warum fühlen wir uns unwohl in einem System, das uns so viel materiellen Wohlstand bietet? Wo liegt da der Hund begraben? Und was hat das mit dem Thema Bauen zum Beispiel zu tun? Ich möchte da wirklich sprichwörtlich an die Wurzel gehen und gemeinsam mit Ihnen über den Baum, über den Wald und ein Stück weit auch über das Leben nachdenken. Denn Bauen ist ja viel mehr ein kultureller Akt als ein technischer Akt. Und das, was wir brauchen und wo wir alle spüren, dass wir Handlungsbedarf haben, ist ja viel mehr ein kultureller Handlungsbedarf wie irgendwas Organisatorisches oder nur Technisches. Und deshalb möchte ich an die Wurzel der Bäume gehen und dort mit Ihnen beginnen. Was ist ein Baum, liebe Leute? Und wie entsteht so ein schwerer Holzklotz? Wie entsteht diese Substanz? Klar, die der Säger aus dem Baum rausschneidet. Wie entsteht diese Materie? Haben Sie da mal drüber nachgedacht? Wie dieses Holz im Wald entsteht. Im deutschen Wald, deutschlandweit, wächst jedes Jahr die unglaubliche Zahl von 120 Millionen Kubikmeter Holz nach. Wo kommt es her? Als ich noch ein Schulbub war und ins Gymnasium gegangen bin, da hat unser Professor uns erklärt, Bäume wachsen, indem sie die Nährstoffe aus dem Boden rausziehen. Stimmt ja auch. Und dann sind wir als Burm, ich bin sowieso so einer gewesen, der überall raufgeklettert ist, bin ich wieder mal auf einem ganz hohen Baum gesessen, wo ich raufgeklettert bin, und haben mir gedacht, wenn das alles aus dem Boden kommt, der dicke Stamm, 40 Meter hoch und das alles, dann muss ja im Boden ein Loch sein. Und das umgewandelte Erde ist. Ist aber kein Loch, im Wald gibt es keine Löcher neben den Bäumen. Und in der Tat ist an materieller Substanz, die der Baum nimmt und in seine Struktur einlagert, 0,5%, fast nichts. Also fast nichts von einem Holzhaus, von diesen Teilen, ist aus dem Boden. Das sind 0,5%, ganz wenig Spurenelemente, Calcium, Kalium, Eisen und so weiter, das kommt aus dem Boden. Die sind zwar entscheidend, weil die bestimmen dann, dass das später Holz wird und bestimmen die Form, aber 99,5% des Baumes kommt ganz woanders her. Das kommt aus der Luft. Wenn Bäume ihr Leben beginnen, beginnen sie es genau gleich wie ein Mensch. Das Erste, was sie tun, ist tief Luft holen. Und diese Luft, die sie einatmen, mit der können Bäume was ganz Besonderes tun. Die haben die entscheidende Erfindung gemacht, die erst das Leben auf Erden ermöglicht. Und diese Erfindung, das ist die grüne Farbe. Mit der grünen Farbe ihrer Blätter können sie das Sonnenlicht, dieses Gemisch verschiedener Wellen, so filtern, im Wesentlichen reflektieren sie, werfen sie die mittleren Wellenlängen zurück und lassen die ganz langen und ganz kurzen, die scharfen rein, und lassen genau diesen Mix an Wellen rein, der das CO2 in der Luft spalten kann. Die atmen CO2 ein und spalten es auf. In O2 Sauerstoff und C Kohlenstoff. CO2 ist ja das Gas, das wir Menschen durch unseren Lebensstil, dadurch, dass wir alles mit fossilen Energien machen und so viel Öl, Kohle, Gas verbrennen, dass wir viel zu viel in die Atmosphäre blasen und damit bekannterweise unter anderem den Klimawandel verursachen.
Und das ist die Nahrung der Bäume. Und erst durch das Entstehen der Wälder auf Erden haben die so viel CO2 rausgenommen aus der Atmosphäre, dass sich das Klima beruhigt hat. Bevor hier Bäume waren, gab es in kurzer Zeit Temperaturschwankungen von 200 Grad Celsius und Stürme bis zu 500 km/h. Da konnte kein Säugetier, kein höher entwickeltes Leben sich auf der Erde bilden. Da gab es für den Menschen schon gar keine Möglichkeiten in so einem Klima. Und erst dadurch, dass die Bäume CO2 aufgenommen haben und dann nicht nur ihr Holz gebildet haben, sondern auch noch verschüttete Wälder, die überflutet wurden, die verschüttet worden sind, die es in die Erde eingelagert haben, Erdöl, Gas und diese großen Lager gebildet haben über Jahrmillionen, hat sich ein Klima gebildet, das uns hier leben lässt. Und das ist der eine Aspekt dieser Arbeit, dieser genialen und so einfach und genial die Erfindung der grünen Farbe. Und der andere Aspekt, der ist einfach beeindruckend. Stellt euch vor, da wächst aus nichts, aus der Luft und aus Wasser. Die Kohlenwasserstoffchemie ist der Inhalt des Holzes. Wächst ein Baum in seiner Genialität, in seiner Mannigfaltigkeit. Jeder Baum ist ein technisches Kunstwerk. Ich habe vor 2 Jahren, habe ich als Unternehmer, als Ingenieur, den Auftrag bekommen, ein 11-geschossiges Haus zu bauen. Und 11 Geschosse, da wird viel gerechnet und die Lasten, die da runterkommen, und dann kommen die Statiker und dann glaubst du gar nicht, wie viel Beton in die Erde geschüttet wird, dass du ein Fundament kriegst, dass es alles trägt. Wenn Bäume auf diese Art und Weise ihr Fundament machen würden, weil ein Baum, der hat auch gewaltige Lasten. So eine 40 Meter hohe Schwarzwaldtanne, wenn da der Sturm dagegen presst, hast du am Wurzelanlauf ein Drehmoment von 10, 20 Tonnen. Und das musst du in einen weichen Waldboden verankern, da hast du nicht aber einen Fels drunter. Und die schaffen es, ein derartig intelligentes System aus fester Verankerung und trotzdem Nachgiebigkeit, dass wenn der Druck kommt, dass sie einen großen Teil mit Reibung und Elastizität abarbeiten können. Das ist eine Optimierung, das kann kein Ingenieur der Welt so optimiert, mit so wenig Aufwand verankern und bauen. Und das ist in jedem Konstruktionsteil des Baumes. Wenn ich jetzt im Winter im Wald gehe und schaue, wie so ein ausladender Baum den Schnee trägt am Ost, und dann rechnet man aus, wie diese Kräfte in den Stamm übertragen werden. Das kann man nicht schlanker, mit weniger Aufwand lösen. Bäume sind ein Meisterwerk. Und jetzt frage ich Sie, wir können heute alles naturwissenschaftlich überprüfen. Wir wissen, dass da 99,5% aus der Luft, aus dem Wasser kommen, dass die Spurenelemente sozusagen in diesem ganzen molekularen Geflecht an den Kreuzungspunkten sitzen, wie Wegweiser, und die dafür sorgen, dass das dann die Form bekommt. Das wissen wir alles. Aber wer hat sich so ein geniales Design ausgedacht? Also, ich möchte jetzt nicht in die Philosophie oder in die Religion gehen. Diese Frage kann nur dort beantwortet werden. Und das überlasse ich Ihnen. Fest steht, es ist ein unglaublich beeindruckendes Kunstwerk, jeder Baum, der da wächst. Und die alle, der ganze Wald, kommt aus dem Nichts, entsteht vor unseren Augen, hat ein Leben lang, und das ist bereits der erste große Unterschied zwischen Menschen und Bäumen. Bäume auf der Erde wissen ihr ganzes Leben, was sie wollen. Die haben ein Ziel, ein festes Ziel. Ihr ganzes Leben haben die ein einziges Ziel. Und viele, viele von der Natur, im Zuge der Naturverjüngung auf den Waldboden gestreut werden, gibt es einmal einen Wettlauf, einen Wettbewerb, weil die Natur arbeitet immer mit dem Prinzip der Fülle. Es gibt immer mehr, wie man braucht. Und die vielen wissen, wer als erstes da oben ankommt im Wachsen und seine Krone ins Licht breiten kann, der hat es geschafft, der hat seine Existenz gesichert, der kann Kinder bekommen, seine Samen abwerfen, der kann seine Kinder wachsen sehen. Das ist das Prinzip da draußen. Und das ist ihr Zweck und ihr Hauptzweck. Sobald sie das geschafft haben, sobald sie das erreicht haben, ihre Existenz abgesichert haben, wachsen die nicht mehr weiter, das weiß jeder Förster, die Bäume wachsen in den Himmel.
Sobald sie ihre Existenz abgesichert haben, geht es denen nur mehr um das Gemeinwohl, um die Zukunft der Kinder. Es geht ihnen nur mehr darum, alles, was sie bekommen haben, was ihre Lebensgrundlage ist, den Boden, das Wasser, die Luft, zu erhalten, zu verbessern und dafür zu sorgen, dass ihre Kinder zumindest so gut haben wie sie selber. Und wenn sie das alles erreicht haben und ihr Leben gelebt haben, verschwinden sie restlos wieder dorthin, wo sie hergekommen sind. Im Wald gibt es das Wort Abfall nicht. Gibt's nicht. Und allein schon, wenn man diesen kurzen Abriss der Logistik und der Organisationsstruktur des Waldes betrachtet, dann muss man sagen, welche Weisheit herrscht da? Der Wald verdient ja mindestens so viel Aufmerksamkeit wie jede Universität der Erde. Weil, wissen Sie, ich habe zwei witzige Ausbildungen. Ich bin Forstwirt, habe die Forstwirtschaft erlernt und habe dann im zweiten Bildungsweg Betriebswirtschaft studiert. Und das ist wirklich eine spannende Kombination. Weil du lernst in der Wirtschaftswissenschaft, in weiten Bereichen, obwohl das sind beide anerkannte Wissenschaften, du lernst in der Wirtschaft in weiten Bereichen genau das Gegenteil von dem, was in der Natur draußen gilt. Ich habe es ja gesagt, in der Forstwirtschaft begreift jeder, dass dort Wachstum überall begrenzt ist. Wachstum hat immer solche Kurven, die dann kulminieren, wo es aus ist, sinnvollerweise. Und nur dann ist es gut. In der Wirtschaft lernen wir, es ist nur dann gut, wenn Wachstum exponentiell ist und diese Zerstörungskurve fährt. Seltsam. Oder wenn Sie Betriebswirtschaft studieren, dann kommt Marketing und irgendwann kommt der Punkt, wo Sie lernen, Produkte müssen so designt werden, dass sie möglichst kurz leben. Sie müssen, wenn Sie ein erfolgreicher Produktmanager sein wollen, geplanten Verschleiß einrechnen. Erst wenn das Zeug in möglichst schnellen Abständen kaputt wird, so dass es der Konsument gerade noch akzeptiert, machst du das Megageschäft. Das ist hundertprozentig das Gegenteil, was sich draußen in der Natur bewährt hat. Das ist hundertprozentig das Gegenteil. Weil wenn draußen im Wald einer auf die Idee käme und sagt, ich möchte meine persönliche Position als Fichte Nummer so und so viel tausend oder als Buche oder Tanne im Wald an diesem Standort stärken, indem ich die anderen von mir abhängig mache und solche Systeme aufbaue, die würde ich sofort ausscheiden. Das hat dort keinen Platz. Im Wald hat in der Entwicklung für jedes Individuum hat nur der Platz, der für die anderen Gutes tut. Wer das vergisst, scheidet aus. In der Wirtschaft ist es so, in wirklichen Spitzenpositionen hat nur der Platz, der extrem skrupellos ist und bereit ist, alle ethischen Grundsätze über Bord zu werfen. Das lernen wir in diesen Universitäten der Wirtschaftswissenschaft. Und allein schon aus diesem Gesichtswinkel sehen Sie, dass der Spaziergang in den Wald nicht nur ein romantischer ist, sondern auch eine sehr, sehr anspruchsvolle Kulturkritik an unserem menschlichen Treiben auf diesem Planeten beinhaltet. Wenn man ganz emotionslos und sachlich darauf hinschaut, was dort draußen läuft und was dort geschieht. Und ich möchte gleich konkret werden, weil das allgemeine Philosophieren nur bis zu einem gewissen Grad einen Punkt, einen Grund hat. Vielleicht noch eines zum Baumwachstum, zu den Wurzeln. Ist auch so bemerkenswert. Bäume können im Wald draußen allein überhaupt nicht gedeihen. Wir haben gehört, 0,5% Spurenelemente aus dem Boden. Und die brauchen es aber, ohne die geht nichts. Mit Kohlenstoff und Wasserstoff allein geht es nicht. Sie brauchen die Spurenelemente. Zwar nicht als massenrelevanten Teil, aber als formgebenden Teil im Molekulargeflecht. Und diese Spurenelemente, die es brauchen, sind immer andere. Wenn jetzt im März das Wasser zu fließen beginnt und die Zellbildung beginnt, brauchen es ganz andere Spurenelemente, wie wenn zum Beispiel im August
ein Baum verletzt wird, vom Hirsch gefressen wird oder ein anderer drauffällt, die Rinden beschädigt und so weiter, wenn er in eine Situation kommt, dass er zum Beispiel eine Wunde heilen muss. Und er braucht wieder anderes Material aus dem Boden, aus dem Humus, wenn er von Borkenkäfern überfallen wird. Dann muss er sie wehren. Also der Baum braucht ständig was anderes. Und dieses Material, von dem kann er selbst nicht ein einziges Atom aus dem Humuskomplex nehmen. Kann er nicht. Er braucht jemanden, der diese Arbeit für ihn erledigt. Es muss jemand im Boden arbeiten, das Zeug rausschürfen, was er braucht, und am Rücken zur nächsten Wurzelspitze bringen und dort abgeben. Und die, die das tun, das sind die Mikroorganismen. Das sind Milliarden von Kleinstlebewesen, Einzellern, Kleinstlebewesen im Waldboden. Und da wird es spannend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe in meinem Leben ein paar Fabriken gebaut und weiß, was das heißt, eine Fabrik zu organisieren, dass da Menschen so zusammenarbeiten, dass ein gutes Ergebnis gemeinsam rauskommt, die zu synchronisieren. Das ist ein Riesenaufwand. Jeder Baum synchronisiert Milliarden. Der informiert die zu jedem Zeitpunkt, was er gerade braucht. Da gibt es unglaubliche Ergebnisse aus der Forschung, der Biologie, wie das läuft. Der Baum informiert ganz offensichtlich die Mikroorganismen zu jedem Zeitpunkt und sagt, jetzt brauche ich Kalzium und Eisen, morgen brauche ich Kalium und das und so weiter. Und wenn Sie einen Baum, der gerade wächst, verletzen, hat der in 10 Minuten sein Programm umgestellt, in einer kurzen Zeit, und bekommt wie von einer Zaubersteuerung plötzlich ganz anderes Material, Wundheilsubstanz, an seine Wurzelspitzen gereicht. Das heißt, alle Lebensvorgänge, alle, die positiv sein sollen, funktionieren nur dann, wenn Kommunikation, wenn eine Sprache dahinter steht. Bäume müssen alle anderen, die da zusammenwirken, informieren. Die müssen sich mit denen abstimmen, die müssen sich mit denen zusammenfinden. Der Baum, der sagt, mir sind da die Deppen da unten wurscht, ich kümmere mich nicht um die, der stirbt sofort. Der Baum funktioniert nur dann, wenn er in sein ganzes Leben sich verinnerlicht, dass er eingebunden ist in einem höchst diffizilen, verflochtenen, verwobenen System des Lebens. Und wenn er das lebt, ist er erfolgreich, wächst, gedeiht und dann kommt er in die Fülle. Und genauso macht es der Wald als Organismus. Der Wald ist ja auch, der Baum ist nichts Einzelnes, der Wald als Ganzes, den kann man sich wieder wie einen Organismus vorstellen. Wenn im Wald im Sommer eine Trockenperiode kommt, was wir jetzt ja immer viel öfter erleben durch die Klimaveränderung, und einem einzigen Baum geht das Wasser aus, lebensbedrohend, wisst ihr, was dann passiert? Obwohl die alle im Wettbewerb stehen und um die Wette wachsen. Wenn dem erstens Wasser ausgeht, sendet der über das Pilzmyzel-System, über die vielen Pilzfäden, die es im Waldboden gibt, von Wurzel zu Wurzel, von Baum zu Baum, sendet der biochemische Impulse und informiert die anderen Bäume, hey Freunde, bei mir wird es knapp, Wasser wird gar, das ist lebensbedrohlich. Und die anderen sagen, da ist einer in Gefahr. Jetzt reduzieren wir alle unseren Verbrauch, wir schließen die Spaltöffnungen, wir wachsen langsamer, obwohl wir mitten in der Wachstumsperiode sind, um den und uns gemeinsam durch die Schwierigkeit zu helfen. Also diese gezielte, konsequente Brüderlichkeit im Überstehen von Gefahren, die beeindruckt mich zutiefst, weil ich habe in meiner akademischen Wirtschaftsausbildung gelernt, dass wenn ich bemerke, dass wenn ein Mitbewerber von mir in Straucheln kommt, dann muss ich doppelt so viel Gas geben mit den Preisen runter, weil dann habe ich die Chance, dass ich ihn umbringen kann. Dann bin ich allein und habe den Markt allein. Das ist die Logik unserer Wirtschaft. Und wenn ein Manager das nicht beherrscht, dann muss er sofort gefeuert werden. Also Sie sehen, wenn wir über das Leben nachdenken, geht es immer um kulturelle Fragen. Das liegt dem Allen zugrunde. Und wenn wir heute sagen, wir spüren, dass irgendwas falsch läuft, wir brauchen Gemeinwohlökonomie, wir brauchen Cradle to Cradle, dann muss uns bewusst sein,
dass es überhaupt nichts bringt, an der Oberfläche ein Zertifikat oder ein Überwachungssystem einzuführen, wenn wir nicht über den Grund unseres Daseins, über die Grundmotive von uns selbst nachdenken. An der Oberfläche, das ist schön und gut gemeint, aber das ist sicher zu wenig. Und das ist, denke ich, das ist so die Hauptbotschaft, die uns jeder Baum geben kann, meine lieben Leute. Wir Menschen sind ja überhaupt nicht in der Situation, dass wir gottähnliche Lenker des ganzen Geschehens am Planeten sind, auch wenn wir es manchmal glauben. Wir sind genauso mit allem verbundene Lebewesen. Mit allem Leben. Und wenn wir dagegen verstoßen, erleben wir genau diese Reaktionen, die wir gerade sehen. Und mit allem meint mit der biologischen, belebten Natur genauso wie mit anderen menschlichen und tierischen Lebewesen. Und erst wenn wir das kapieren, können wir wirklich wirkungsvoll die Wirtschaft, den sozialen Bereich, unsere Ernährung, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem zu zukunftsfähigen Quellen des Lebens und der Zukunft umgestalten. Das ist die Botschaft des Waldes. Und das funktioniert auf nahezu unheimliche Weise, wenn wir erst einmal den Mut haben und das Experiment starten. Ich möchte Ihnen noch ein paar Beispiele geben, und da verwende ich ganz bewusst das Wort unheimlich. Wie unheimlich verbunden wir mit der Natur draußen sind. Wir, die wir uns für die Schöpfung der Krone halten, Krone der Schöpfung halten, was ja das größte Missverständnis ist. Ich habe erzählt, dass die grüne Farbe ermöglicht den ganzen Entstehungsprozess der Zellstruktur, und die grüne Farbe ermöglicht erst, dass man die Luft als Nahrung und als Materie, dass man aus Luft Materie bilden kann. Dieser grüne Farbstoff, der das ermöglicht, diese Molekülstruktur, das ist das Chlorophyll. Kommt es vielleicht noch aus dem Biologieunterricht in Erinnerung. Und wenn man sich das Chlorophyllmolekül unter dem Elektronenmikroskop anschaut, dann sehen Sie dort so eine geometrische Struktur, Kohlenwasserstoffchemie mit vielen C- und H-Atomen, die so in einer kristallinen Form verbunden sind, fast wie ein Schneekristall. Und da gibt es ein paar ganz wenige Stickstoffatome. Und in der Mitte, ganz allein, einzig und allein, ein Magnesiumatom. Und dieses einzige Magnesiumbrösel, das ist im Verhältnis zur Masse von allem anderen, was ein Chlorophyllmolekül bildet, so klein, wie wenn ich auf dieses Pult ein Brösel Salz raufgeben würde. Überhaupt nicht massenrelevant. Aber das sitzt witzigerweise in der Mitte. Und das ist Chlorophyll. Und dieses sonderbare Molekül, und nur dieses kann genau das, die Energie aus dem Sonnenlicht filtern, die dann CO2 spaltet und H2O spaltet. Wenn ich jetzt hergehe und dieses Magnesium aus der Mitte entferne und durch Eisen, ein Eisenatom ersetze, wenn ich sozusagen, um beim Massenvergleich zu bleiben, dieses Brösel Salz wegnehme und ein Brösel Zucker hingebe, Eisen statt Magnesium, da ist in der Massenstruktur des gesamten Moleküls nichts verändert worden, aber wenn ich das Eisen rein tue, wird es augenblicklich rot statt grün und ich habe Hämoglobin, unseren Blutstoff. Unser Blut, was uns leben lässt, ist praktisch exakt dieselbe Molekülstruktur, das genau gleiche Design, das im Wald die Bäume wachsen lässt. Und ich könnte Ihnen noch viele solche Beispiele bringen. Da kommt man natürlich sofort von der Physik und von der Chemie wieder in die Philosophie und kann fragen, wo liegt dieser Urgrund des Lebens, der uns hier so hervorgebracht hat? Beeindruckend. Aber eines ist klar, wir sind vollkommen vernetzte, verbundene Lebewesen auf Erden. Und die Bäume sind uns näher, viel näher, wie wir glauben. Und damit möchte ich jetzt zur Technik kommen und Ihnen sagen, was dabei rauskommt, wenn wir in der technischen Entwicklung und in der kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen Entwicklung
das verrückte Experiment wagen und sagen, wir gehen jetzt her und werfen alles über Bord, was wir bisher in den Wirtschaftswissenschaften gelernt haben, was an den Universitäten gelehrt wird und was wir so bisher in unserer Wirtschaftskultur so leben und in der Technik so leben. Und glauben Sie mir, wenn Sie dieses Experiment wagen, dann wird sich Ihr Leben von Grund auf verändern, zum Positiven, ich garantiere es Ihnen. Und ich möchte Ihnen erzählen, wie ich da hineingeburzelt bin. Gar nicht absichtlich. Ich habe diese Überlegungen, so wie ich es jetzt ausformuliert habe, damals überhaupt noch nicht gehabt als 20-Jähriger. Der Niklas hat es erzählt, mein Traumberuf war, Förster zu werden. Ich war ein junger Mann, das war bei uns in der Familie, ganz früh mit Bergsteigen begonnen. Und mit 16, 17 Jahren habe ich in den Ostalpen alle Eiswände im Alleingang durchstiegen, ohne Sicherung, das war so unsere wilde Zeit. Und dann musste ich immer bei diesen hochalpinen Touren in der Nacht durch den Wald rauf, ganz schnell, wenn man gute Kondition gehabt, damit du früh beim Morgengrauen am Fuße vom Gletscher oder vor so einer Eiswand stehst. Weil ab Mittag ist es warm geworden, dann sind die Steine runtergekommen, dass du schon durch sein müssen. Und diese Wege im Wald durch die Nacht, in der Nacht durch den Wald, die haben mich immer so beeindruckt. Wenn sie das einmal, das Auge daran gewöhnen und in der Nacht im Wald sind, das ist Mystik pur. Und da habe ich mir dann, irgendwie hat sich das ergeben, wollte ich Förster werden. Und dann bin ich Förster geworden, habe die Ausbildung gemacht. Und dann hat es der Zufall so wollen, dass ich ganz jung gehört habe, dass es in Österreich einen Försterposten gibt, wo sie keinen finden. Das war was ganz Unerhörtes, weil normal haben sie um jeden Posten 20, 30 Bewerber gestritten und man hat gewusst, ich muss 10, 20 erwarten, bis ich einen Posten kriege. Aber bei meinem Försterposten, den ich bekommen habe, haben sie keinen gefunden, weil das war ein Tal im Karwendelgebirge, wo man zum Gemeindeamt 80 Kilometer fahren hat müssen und im Winter war man wochenlang durch Lawinen von der Umwelt abgeschnitten. Und begreiflicherweise wollte da keine Familie hinziehen. Ich war 20 Jahre alt und meine Frau und ich, wir waren ein junges Paar. Und damals in einem Zustand der Verliebtheit hat sie kurz vorher zu mir gesagt, mit dir gehe ich überall hin. Und infolgedessen habe ich, ohne sie zu fragen, um diesen Posten angesucht. Und dann ist sie mit mir in der Hinterriss im Karwendelgebirge munter geworden. Und das war natürlich eine tolle Zeit für mich vor allem. Aber ich verdanke es meiner Frau, darum muss ich es so sagen. Und in der Zeit habe ich einerseits mich sehr jung entfalten können und den ganzen, alles, was die Forstwirtschaft so geboten hat, dort selbst ausleben können. Und auf der anderen Seite habe ich neben der Technik, neben unseren waldbaulichen Überlegungen, wie man den Wald gestaltet, wie man da Mischwälder setzt, Nachhaltigkeit, hat es ja nirgendwo so früh gegeben wie in der Forstwirtschaft. Das war damals noch kein Modewort, für uns war es trotzdem selbstverständlich. Da habe ich in der Zeit einige Erlebnisse gemacht, die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Und da will ich eins davon erzählen. Eines Tages hat an unser einsames Blockhaus im Wald jemand geklopft, ich habe die Tür aufgemacht und da standen zwei Männer und haben gesagt, sie sind Geigenbauer. Und sie haben gehört, es gibt Überlieferungen, dass große Geigenbaumeister im Mittelalter in diesen Hochtälern vom Karwendelgebirge ihr Material gefunden haben. Und ein Geigenbaum, ein wirklich guter, das ist was ganz Seltenes, da gibt es vielleicht unter Millionen Bäume einen, der muss erstens einem Ideal gewachsen sein und zweitens braucht er, das ist ein ganz seltener Zufall, eine genetische Mutation. Am besten klingen die Stämme, die nicht wie jeder normale Baum eine gerade Faser hat, sondern eine gewellte Faser. Ganz selten. Wenn so an einem bestimmten Platz wächst, hast du den Traumgeigenbaum gefunden. Und mit diesem Wissen sind wir dort aufgestiegen, hoch in so einem Hochgebirgswald. Ich habe gewusst, der ist uralt. Die Bäume waren 300, 400 Jahre alt. Die werden im Hochgebirge älter, weil sie langsamer wachsen. Fichten. Und die haben begonnen, da an die Bäume zu klopfen. Und haben gelauscht. Und ich bin mäßig begabt musikalisch. Ich habe da nichts gehört. Und mir ist bald langweilig geworden. Dann habe ich gesagt, jetzt klopft sie. Und ich, wenn ich schon da bin, erledige was anderes und komme dann später vorbei. Und wie ich zurückgekommen bin, waren die aufgeregt und haben gesagt, wir haben einen Baum gefunden, der könnte passen. Und haben da geklopft und haben mir das zeigen wollen, ich habe nichts gehört. Und dann habe ich gesagt, das ist aber egal, wir können bei dem die Rinden runterhocken und nachschauen, weil dieser Wald hier,
der ist so alt und ich muss dringend etwas ernten. Denn wenn ich hier nichts ernte, kommt kein Licht auf den Boden und die ganzen Jungen, die da anfliegen und der Samen stirbt. Nur wenn man im Wald erntet, haben die Jungen eine Chance. Das ist eine Geschichte, die hören meine Söhne besonders gern. Aber das ist auch ein Gesetz des Lebens. Also wenn jemand sagt, man darf im Wald nicht ernten, dann ist, ich erlebe oft Menschen, die sagen, darf man im Wald einen Baum umschneiden? Das ist doch gegen den Naturschutz. Leider, das ist für den Naturschutz das Schlechteste, was man tun kann, im Wald nicht zu ernten. Gerade in diesen hochalpinen Schutzwäldern, wo du nichts tust, die werden überalt und dann kommt eine Phase, wo sie komplett zusammenbrechen und den Lawinenschutz nicht mehr bieten können. Also das ist eine Gefahr, dass man wirklich Wälder verliert. Erstens, die Chance für die Jugend, ein Wald muss stufig verschieden alt sein. Und zweitens, für jeden Baum, den wir nicht ernten, verwenden wir Materialien, die die Umwelt viel, viel mehr belasten. Da kommen wir noch hin. Statt Holz, Beton und Plastik nehmen, verwenden zu müssen, wenn man kein Holz hat, das ist die größte Umweltbelastung. Aber ich gehe zurück zum Geigenholz. Ich habe da nachgeschaut und dieser Baum hat tatsächlich diese gesöttene Faserstruktur gehabt. Ich habe mir das beeindruckt, wie hören die das? Und dann haben die gesagt, was machen wir jetzt? Sag ich, jetzt schneide ich den Baum um. Bin runtergelaufen zur Vorstraße, zur nächsten, da ist mein VW-Käfer gestanden und dann habe ich die große Motorsäge rausgenommen und auch Hock und Keile und wieder rauf und habe begonnen, den Baum umzuschneiden, eine große Fichten. Und habe einen Fallkerb eingeschnitten und dann muss man von hinten den Fallschnitt und der steht am Schluss, der ganze Baum, auf eine kleine Leiste und die Leisten, über die kippt er dann und fällt, wenn man die Keile reinhaut. Und damit bestimmt man ja auch die Richtung, in der man fällen will. Und das habe ich gemacht. Und wenn sie sowas tat und als kleiner Mensch vor einem großen Baum stehen und irgendwann beim Keilen am Schluss beginnt er zu zittern und dann neigt er sich und fällt und schlägt ein, das ist immer ein Augenblick, wo man ruhig wird. Weil der ist da immerhin Jahrhunderte gewachsen und du stehst da und dann liegt er da. Das ist so ein archaischer Vorgang. Und ich habe mir den Schwitz aber gewischt und habe geschaut und den Baum geschaut. Und die zwei sind sofort hin zu dem Baum und haben über die Stirnfläche die Jahresringe beobachtet. Weil die Jahresringe eines Baumes, das ist sein Lebenslauf, das ist sein Tagebuch. Da zeichnet er das ganze Leben auf, da siehst du alles, was passiert ist. Da sieht man die Jahre, wo er üppig gelebt hat, wo es ihm gut gegangen ist. Du siehst Hungerzeit, Krankheit, wo es schlecht war. Du siehst, wenn einmal der Sturm oder irgendwas angegriffen hat, Druckholz, dann bildet er Ausgleichholz. Wenn man sich auskennt, kann man da sehr, sehr viel runterlesen. Und für Geigenholz, für Klangholz muss das möglichst ausgeglichen sein. Und das war der Fall. Und die waren überglücklich. Und ich habe denen so diese gewünschten Längen runtergeschnitten und die sind dann heim und ich habe den Vorfall vergessen. Ich war ja gewohnt, das Holz 1000 Kubikmeterweise an die Großindustrie zu verkaufen. Und nicht da. Es war halt ein Hobby. Wirtschaftlich nicht relevant. Ein Jahr später stehen die zwar wieder da, klopfen wieder an meine Tür. Ich habe die sofort erkannt und habe gesagt, heuer gehe ich nicht mit euch. Dann haben die gesagt, nein, wir sind nicht zum Holzsuchen da. Wir sind extra reingefahren, weil wir uns bedanken wollten. Ich sage, warum wollt ihr euch bedanken? Dann haben die gesagt, wissen Sie, normal muss man Geigenholz 10 Jahre lagern. Nicht nur trocknen, sondern da gibt es noch ganz feine Oxidations- und Umwandlungsprozesse, die das Klang Eigenschaften beeinflussen. Aber wir haben so viele Rohlinge rausbekommen aus dem Stamm, dass wir aus einem Rohling schon eine Geige gebaut haben. Und wir konnten es nicht fassen, wie gut die geworden ist. Und wir sind so glücklich und darum haben wir beschlossen, zu ihnen reinzufahren. Dann war ich überfordert, weil ich habe damals gesagt, ich hätte Postkarten auch schicken können. Da gab es ja noch kein E-Mail. Dann haben die gesagt, nein, wir sind gekommen, weil wir ihnen ein Konzert vorspielen wollen. Und haben die Geigen aus dem Auto geholt und eine zweite dazu. Und ich habe gestaunt. Und Sie müssen wissen, wie wir da eingezogen sind in dieses einsame Forsthaus, als ganz junges Bärchen. Da gab es in den ersten Jahren noch kein elektrisches Licht. Und die Winter waren lang und wir haben am Anfang ein Kind nach dem anderen bekommen. Und ich habe deshalb die Frau und die Kinder runtergeholt. Und die Kinder sind da gestanden und der Hund war dabei. Und wir sind vor dem Haus gestanden, die haben gespült angefangen. Und die haben gespült.
Und ich mir denke, wow, ich bin jeden Tag, fast jeden Tag im Wald. Ich höre so viele Stimmen von den Bäumen. Im Wald hörst du jeden Tag was anderes. Es ist so ein Unterschied, ob es trocken oder heiß ist oder taut oder schneit oder der Sturm geht oder wie auch immer. Es ist immer anders. Aber diese Stimme aus meinem Holz, von dem Baum, den ich gefällt habe, habe ich total beeindruckt. Dann haben wir es zu mir außen eingeladen und wie wir so gesitzt sind und gegessen haben, habe ich denen das erzählt. Dann sagen die, ja, Geige ist schon eine wunderbare Sache. Eine Geige ist ja nichts anderes wie ein halbes Kilo Holz. Ganz profan betrachtet, ist ein halbes Kilo Holz, aber in die beste Form gebracht. Mit der Erfahrung, mit der ganzen Liebe, mit der ganzen Begeisterung, die ein Mensch nur bringen kann. Und dieses halbe Kilo Holz, was die großen Meister im Mittelalter geformt haben, was du das heute kaufen willst, brauchst du 50 Kilo Gold. Das hundertfache Gewicht in Gold. Dann habe ich mir gedacht, wow, wenn die nicht gekommen wären, hätte ich den Stamm umgeschnitten und in der großen Industrie und die hätten Bredel geschnitten und das wäre verloren. Und dann habe ich mir gedacht, da hat es Menschen gegeben im tiefsten Mittelalter, in einer Zeit, die wir als primitiv bezeichnen, ohne Technik, ohne die ganze Zauberwissenschaft. Und die haben mit der Arbeit der Hand und mit ihrem Herz etwas gemacht, was nach 400 Jahren für alle Menschen gut ist und ein Segen ist und ein Begeisterndes. Und dann sind die heimgefahren und am nächsten Tag habe ich einen LKW verladen, Holz in die Spanplattenfabrik. Meine schönen Bäume aus nachhaltiger Forstwirtschaft, wo man wieder einen Mischwald setzt, wo es passt, in die Spanplattenfabrik, die das mit einem giftigen Leim zu einem Produkt formen, das später meine Kinder krank gemacht hat, die haben dann später Spanplattenallergie gekriegt, nachdem wir umgezogen sind. Und ein Produkt, das dann so zu Möbel verarbeitet wird, dass die Möbel möglichst nicht lange halten, weil man sollte sich im Leben ein paar Mal neue Möbel kaufen, dass der Umsatz geht. Und das wird dann wieder weggeworfen. Und das hat mich nicht mehr schlafen lassen. Dann gab es bei uns in der Familie den Opa, das war ein alter Zimmermann, ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Und der Opa war über 80 und hat immer noch als Zimmermann gearbeitet. Und der Opa hat Bauten gemacht, die haben mich fasziniert, nur mit Holz. Die Fußböden immer noch mit der Hand gehobelt, Balken rausgehackt mit dem Beil. Und jeder hat gesagt, der Gottlieb, das ist ein Wahnsinn, der alte Sturschädel. So kann man doch nicht mehr arbeiten, das kann ich keiner zahlen. Aber was er hinterlassen hat, das hat Liebhaberpreise. Das sind Häuser, da geht das Herz auf. Wieder sowas wie die Geigen. Dann habe ich mir gedacht, der Opa, der ist bald nicht mehr. Und habe gesagt, Opa, du musst mir das lernen, was du kannst. Ich will auch so das vom Holz wissen. Nicht nur, was ich im Wald damit mache. Dann habe ich gesagt, ja, dann bringe ich das bei. Und dann habe ich zum Entsetzen und Schrecken aller meinen Staatsposten gekündigt und mein Opa ein Unternehmen gegründet. Er über 80 und ich keine Ahnung vom Bauen. Da kriegen sie von keiner Bank einen Kredit, das können sie mir glauben. Na, das ist so, einer über 80, der stirbt gleich, der ist nicht mehr kreditfähig. Dann haben wir begonnen. Dann hat der Opa zu mir gesagt, pass auf, wenn wir Häuser bauen, dann sage ich dir gleich, die Arbeit ist immer die gleiche, du musst das Holz stets in der besten Form verwenden und nehmen aus dem Wald. Dann habe ich gesagt, Opa, willst du, dass ich Geigenholz hole, nur jeden tausendsten Stamm, das machen die Förster nicht mehr. Nein, sag ich, du kannst jeden Stamm nehmen, aber zur richtigen Zeit ernten, im Winter bei abnehmendem Mond. Was? Ich habe Forstwirtschaft gelernt. Du auch, da lernt man nichts vom Mondholz. Ich habe kein Wort davon gelernt. Wenn das technisch relevant ist, hätte ich es gelernt. Dann sagt er, du musst das machen, das ist besser. Da habe ich gesagt, der Opa kommt am Anfang gleich schon mit der Esoterik daher, das geht nicht. Dann war er hartnäckig, wir haben es ausprobiert, die erste Mondholzpartie im Frühjahr im Wald liegen gehabt und sind draufgekommen, da geht kein Pilz und kein Käfer rein, wenn daneben ein anderes Holz liegt, nimm das andere. Das gibt es nicht. Dann haben wir es wieder probiert und wieder. Und wenn ich nach der dritten Wiederholung der Käfer immer das Gleiche tut, ein Käfer hat keinen Placebo-Effekt.
Dann war ich überzeugt, das funktioniert. Dann habe ich mein Unternehmen auf Mondholz umgestellt und so ging es mit dem Opa weiter. Dann hat er mir bei der Holztrocknung, der hat mir Dinge beigebracht, die hast du in keinem Lehrbuch gelesen. Immer mit dem Ziel, wie ein Geigenbauer, wie so einer, dem die Wirtschaftlichkeit wurscht ist, das Ergebnis muss gut sein für lange Zeit. Das war am Anfang wirtschaftlich nicht einfach umzusetzen. Aber wenn Sie solche Pfade betreten, passieren wunderbare Dinge. Ich habe begonnen, all das mitzuschreiben, weil ich gesagt habe, wir haben kleine Kinder. Heute habe ich das große Glück, dass die Geschäftsleitung, mein ältester Sohn, der nimmt mir schon das meiste ab. Damals habe ich es geahnt und gehofft. Und ich sage, ich schreibe alles mit. Dann kommt eines Tages ein Verleger zu mir am Fußboden kaufen. Und ich habe so mein Tagebuch geblättert und vom Opa erzählt. Und der Mann hat solche Ohren gekriegt und sagt, Herr Thoma, das ist spannend, Sie müssen ein Buch schreiben. Sag ich, ich kann doch kein Buch schreiben. Dann sagt er, Sie haben schon was geschrieben, das ist doch ein Manuskript, was Sie da haben. Sag ich, das ist mein Tagebuch, kein Manuskript. Dann sagt er, doch, das müssen Sie nur in der lesbaren Form, da ist ja alles drinnen. Dann sage ich, das ist keine schlechte Idee, dann schreibe ich ein Buch. Und der das verlegt, ist doch. Ich sage, ja, dann schreibe ich ein Buch. Dann habe ich 3-4 Tage später einen Termin beim Steuerberater gehabt und wir haben Buchhaltungsthemen geklärt. Und danach einen Kaffee trinken, dann sagt er, wie geht's dir so? Und Smalltalk halt, dann sage ich, du weißt eh, jetzt schreibe ich ein Buch. Dann sagt er, was, wirst du ein Buch schreiben? Sage ich, doch, und habe ihm das von dem Verleger erzählt. Dann hört sich der das an und sagt dann zu mir, bist du wahnsinnig? Sage ich, warum? Sagt er, du kannst kein Buch schreiben. Jetzt habe ich dich begleitet die ersten Jahre einer schwierigen Unternehmensgründung. Jetzt hast du vom Opa ein Wissen, was dir ein bisschen Alleinstellung ermöglicht. Und du müsstest gleich rausposaunen, dass jeder nachmachen kann. Dann habe ich mir gedacht, der hat auch recht. Was mache ich jetzt? Dann hat es einen langen Abend gegeben und schlaflose Nacht und wo wir mit meiner Frau darüber geredet haben, so, wie soll man umgehen? Und dann ist uns der Baum eingefallen. Ich sage, was ist der erfolgreichste Baum? Der erfolgreichste Baum, das ist derjenige, der von seinem Konto, von seinem Schatz, aus seiner Schatzkammer am meisten herschenkt. Weil der Schatz von jedem Baum, das Kostbarste, was er hat, das macht er aus den Elementen, die ihm zur Verfügung stehen. Das hat die chemische Formel C6H12O6, C, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, also Kohlenstoff, Luft, Luft und ein bisschen Wasserstoff. Und das ist Zucker. Zucker aus der Photosynthese. Mit Zucker können Sie im Wald alles kaufen. Alles. Weil im Wald ist das hauptsächliche Leben unter der Erde, da ist finster und die Mikroorganismen, die haben keinen Zugang zu Zucker, das sind Junkies, die wollen Zucker, Zucker, Zucker schlecken. Und das ist der Grund, warum die ihr ganzes Leben lang schuften, aus dem Humus das holen, was der Baum will. Wenn sie in der Wurzelspitze die Nahrung abgeben, werden sie mit Zucker gefüttert. Der Saftstrom im Baum steigt immer zwischen Rinde und Stamm im Kambium auf. Jetzt im März geht's los, das ist ein richtiger Bach, der darauf fließt, dann kommt das Wasser oben an, ein Teil wird verarbeitet, weil er Wasserstoff braucht, also gespalten H2O, ein anderer Teil wird verdunstet, durch den Verdunstungssog saugt das Wasser nach und ein dritter Teil wird mit Zucker angereichert und in der innersten Holzschicht, im Splintholz, in den ersten paar Zentimetern vom Holz, fließt das Wasser wieder zurück runter in die Wurzeln, damit da unten mit Zucker bezahlt werden kann. Und der, der am meisten Zucker los wird, kriegt am meisten zurück. Das Prinzip des Lebens, das größte, gnadenloseste Erfolgsprinzip des Lebens heißt, alles hergeben, was du hast. Dann kannst du dich nicht erwehren und kriegst so viel zurück. Das Prinzip der Wirtschaft heißt, alles zusammenraffen, was geht und behalten. Meine Damen und Herren, wann immer Sie im Leben auf Stillstand schalten, programmieren Sie Ihren Untergang. Das gilt vom kleinsten Gras über den Käfer bis zum Menschen. Lebendigkeit heißt fließen. Das Leben heißt fließen, nicht aufs Konto raffen. Das ist ein ganz wichtiges. Das habe ich damals so geahnt und habe gesagt, was ist, wurscht, geben wir das Wissen vom Opa weiter, wir lassen es fließen. Und das Buch ist erschienen. Und von dem Tag an war in meinem Unternehmen alles anders. Kurze Zeit nachdem das Buch erschienen ist, habe ich eine Welle von Briefen, Zuschriften bekommen aus ganz Mitteleuropa, Zimmerer, Tischler, Förster, Waldbauern, alte Leute, junge Leute und ich habe eine Erfahrungsbibliothek gehabt,
über die Holzernte und Holzbehandlungsmethoden, die kannst du nirgendwo lernen. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, nach kurzer Zeit, ob wir bereit sind, eine Delegation aus Japan zu empfangen. Japan, das ist ein Geografieunterricht als Kind. Dann kommen die, wir haben ein schlechtes Gewissen gehabt, wir hatten ja nichts zum Herzagen. Ich habe damals 6, 7 Mitarbeiter gehabt und das Büro im Keller. Dann sind die gekommen und der Leiter der Delegation war ein buddhistischer Mönch, so in so einem orangen Tuch gehüllt und hat Dolmetscher mitgehabt und viele Fragen. Und dann haben die begonnen, ihre Fragen zu stellen und dann habe ich irgendwann gesagt, bitte erklärt mir, warum ihr da seid. Dann hat der Mann gelächelt und hat gesagt, er ist der Leiter von dem Kloster, das der älteste Holzbau der Menschheit ist. Das steht im Süden Japans, im subtropischen Klima, 1650 Jahre alt und so ein fünfgeschossiger Bau mit Pagoden und mehreren Bauteilen. Und im Kloster gibt es Aufzeichnungen ganz genau, wie das gebaut wurde von den Brüdern vor dieser Zeit und wie das Holz behandelt worden ist, was die gemacht haben, was die gedacht haben. Und er hat von einem Schüler aus Deutschland gehört, dass da so ein Buch erschienen ist, das genau dieselbe Methode beschreibt, die Sie in Ihren Klosteraufzeichnungen haben. Die Holzernte des Montags, da war ich platt. Und ich habe gesagt, das Einzige, was ich dazu sagen kann, der Opa war sicher noch nie in Japan. Und jetzt passt auf. Und dann sagt dieser Mann zu mir, was Sie machen, ist gut. Dann habe ich gesagt, warum? Damals habe ich das Wort Kredel und Kredel noch nicht gekannt. Dann sage ich, warum ist das gut? Dann sagt er, weil Sie arbeiten so, dass Sie keine Spuren auf Erden hinterlassen. Wir haben damals schon gesagt, Chemie raus, jeder Klebstoff ist hochgiftig und unnötig. Häuser müssen atmen, die müssen diffusionsdicht, aber atmen sein. Und diese Gedanken. Ich sage, wir müssen so bauen, dass es auf der Baustelle keinen Abfallkübel gibt. Und das hat dem gefallen und ich war so dankbar, weil in der Zeit wurde das nirgendwo anerkannt. In den 90er Jahren haben sie zu mir gesagt, das ist ein Spinner. Das war zu früh für die Zeit, dieses Denken. Und der Mann aus Japan hat das wenigstens gesehen und hat mich bedankt. Und dann sagt er, ich werde Sie deshalb unterstützen. Und da hat mir der Glaube gefehlt. Ich habe höflich Danke gesagt, habe mir gedacht, was willst du mir helfen, ich sehe dich nie mehr. Die sind weggefahren. Einige Zeit später kriege ich einen Anruf aus Tokio. Ein Verleger sagt, er hat den Auftrag, er muss dieses Buch in Japan auf den Markt bringen, ob ich bereit dazu bin. Ich sage, sicher. Und 2 Jahre später habe ich in Japan wesentlich mehr Bautenschnee gehabt wie in meinem Heimatland Österreich. Alle Bauten wurden zu 100% vorausbezahlt. Wir haben nicht ein einziges Mal über einen Nachlass verhandeln müssen. Und wir konnten den Bau von unserem Forschungszentrum und die ganze Entwicklung damit finanzieren. Und da habe ich gewusst, dass es viel schlauer ist, die Energie dafür zu verwenden, den anderen Menschen etwas zu geben, als wir sich einzubunkern und mit aller Kraft zu horten und in die Statik zu gehen. Da habe ich gewusst, dass das funktioniert. Und das ist ein Leben lang so geblieben. Sie kennen nichts Gescheiteres da, wie sich diese Lebensgesetze des Waldes in all ihren Fragen einbauen. Das gilt in der Wirtschaft, das gilt im Finanzwesen, das gilt im Handwerk, das gilt überall. Wir haben dann gesagt, wir wollen Häuser bauen, die nicht durch Technik funktionieren. Und das war wieder so etwas Verrücktes. In den 90er Jahren hat es geheißen, niedrige Energiehäuser und dann kamen die Passivhäuser. Dann hat die Dämmstoffindustrie ein Passivhausinstitut in Darmstadt finanziert, mit dem Riesenerfolg, dass in Deutschland Milliarden Quadratmeter Polystyrol und Styropor auf die Häuser geklebt worden ist. Sondermüll, von dem man heute nachweisen kann, in jeder Muttermilch, jeder deutschen Mutter ist das Gift drinnen. Stellt euch das vor. Ein Umweltskandal, viel größer wie Asbest, unter dem Titel Umweltschutz inszeniert. Unfassbar. Und dann haben diese Häuser mit Plastikfolien eine Dichtigkeit bekommen, dass die Hälfte verschimmelt, nachweisbar. Und dann haben wir gesagt, da schimmelt alles, jetzt machen wir Gesetze, dass jeder eine Maschine bauen muss, so kompliziert wie es noch geht, dass wir die Luft wieder reinblasen. Und dann haben wir uns gewundert, dass die Baukosten so hoch sind. Da gibt es auch eine ganz, ganz klare Anweisung aus der Natur, in der Evolution, in der Schöpfung. Da hat nur Bestand, was einfach gelöst wird. Kompliziert macht es nur Depp.
Das ist der oberste Entwicklungs- und Forschungsgrundsatz. Und wir haben gesagt, wir wollen Häuser bauen, die einfach funktionieren. Und wir haben experimentiert mit Hüllen aus reinem Holz, so wie da hinten dieser Außenwand, und haben begonnen, mit solchen Dingen Passivhäuser zu bauen. Dann habe ich einen Auftrag gekriegt, einen Kunden besser gesagt kennengelernt, der hat gesagt, er muss ein besonderes Haus bauen. Er ist der Direktor des Filmarchivs der Republik Österreich, 70.000 Nitrofilmrollen. Und die haben sie in einem hochklimatisierten Lager in Wien gehabt. Da muss es das ganze Jahr 2,0 Grad Celsius haben, sonst wird das Zeug kaputt, sonst reagiert es. Und die Filmrollen haben aber trotzdem so aggressive Ausgasungen, dass in diesem Betonbunker das Eisen im Beton zusammengefressen wurde. Da habe ich gesagt, er braucht ein neues Archiv, das muss säurebeständig sein, sage ich, kein Problem. Wir haben mechanische Verbindungen, keinen Klebstoff, alles mit Dübel gelöst. Zweitens hat er gesagt, würde er gern von den extrem hohen Klimakosten runterkommen. In Wien ist es im Sommer so heiß wie da in Freiburg, das kann man vergleichen. Und wenn du einen Bau mit Flachdach hast, weißt du, dass da drinnen, dass da richtiger Hitzeeintrag ist, du musst wegkühlen, wenn du 2,0 Grad haben willst. Dann sagt er, am liebsten wäre ihm, wenn er für die Kühlung nichts zahlen müsste. No, nein. Aber die Physik sagt, Sonne aufs Flachdach, 100 Grad Oberflächentemperatur, da geht Hitze rein, muss kühlen. Haben wir einen Kaffee getrunken und dann habe ich einen Geistesblitz gehabt und sage, Herr Direktor, wissen Sie was? In der Natur gibt es ja so ein Modell. In der Natur draußen gibt es jemanden, der kann sowas bauen. Der ist viel gescheiter wie wir Menschen. Das sind die roten Waldameisen. In jedem Ameisenhaufen gibt es in der Mitte drin eine ganz kleine Kammer, wo es die Eier legen und die Jungen schlüpfen. Also wir könnten sagen, der Kreissaal, Geburtenstation der Ameisen. Dort kann draußen passieren, was will. Du kannst draufschneiden auf der Alm oben oder extrem heiß sein. Dort, das wissen Biologen, geht die Temperatur nie aus einer Amplitude von 2 Grad Celsius raus. Nie. Ameisen wie auch Bienen sind Künstler der Klimatechnik. Da hat der solche Ohren gekriegt. Und er sagt, toll. Sag ich, das, wenn man sowas bauen könnte, dann könnte man Ihre Frage lösen. Aber nur von der Begeisterung, dorthin ist ein weiter Weg. Dann sage ich, den gehen wir. Sag ich, wenn Sie dabei sind, probieren wir es. Dann ist uns das geglückt, dass wir die gehören zu den besten Thermodynamikern, die es weltweit gibt. Die sitzen an der Technischen Uni in Graz und arbeiten eigentlich nur für die deutsche Autoindustrie und optimieren die Verbrennungsvorgänge in den Verbrennungsmotoren. Und da haben wir ein Wissenschaftsteam motivieren können, dass wir ein Jahr lang die Thermodynamik des Ameisenhaufens erforscht haben. Dann sind wir draufgekommen, dass ich mit so einer Holzhülle, die viel Temperaturträger ist, wie jeder Stein, wie jedes Passivhaus, wie jede Gips-Dämmstoff-Sonstkonstruktion, dass ich damit die Heiz- und Kühllasten wesentlich weiter wie um die Hälfte reduzieren kann. Dass ich also die Wand, die Struktur, wenn ich es richtig ausführe, als Klimazone verwenden kann. Und dann haben wir unser erstes energieautarkes Haus nur mit Holz, ohne Dämmstoff gebaut. Und nachdem der Inhalt viele Millionen Euro teurer Kulturschatz ist, wird da rund um die Uhr permanent gemessen und aufgezeichnet. Und in dem Haus, in dem Filmarchiv, das ist jetzt glaube ich schon 10 oder 12 Jahre alt, hat es noch nie eine andere Temperatur wie 2,0 Grad Celsius. Nicht 2,5, nicht 1,5. Und es wurde noch nie eine Kilowattstunde Strom von außen zugeführt. Das kann die Natur. Wenn wir das gelernt haben, haben wir gesagt, jetzt gehen wir von den Filmrollen zu den Menschen. Dann haben wir den ersten großen Bau durfte ich machen für den Bürgermeister der Skistadt Kitzbühel. 6.500 Quadratmeter Büro, 4 Geschosse hoch, Heiz- und Kühlkosten null. Müllfrei, Kreislaufwirtschaft, nur Holz. Dass wenn man dieses Gebäude, aus welchem Grund auch immer, noch 2, 3, 4, 500 Jahren zurückbauen will, kann man aus dem Haus wieder ein Haus bauen. Das ist nämlich nicht mit einem giftigen Kleber verklebt, was ich nur mal in der Spezialverbrennung verbrennen kann, dann habe ich wieder einen Sondermüllkuchen, sondern das ist reines Holz, da bohrt der Roboter die Dübel raus, nimmt Brett für Brett. Und ich habe auch das Rohstoffproblem gelöst. Ich muss nicht den Wald plündern, sondern die Städte werden zur Rohstoffquelle für die nächste Generation. Dann hat das geklappt. Und dann sind wir natürlich richtig schneidig geworden und ich kann heute in unseren Klimazonen überall
dämmstofffrei, technikfrei bauen. Dann ist ein ganz wichtiger Baukämmer, der auf dem Plakat für die Einladung zu dem Vortrag drauf ist. Hat mich gefreut, dass ihr dieses Bild genommen habt. Das ist in der Schweiz entstanden, dieser Bau, im Ort Simmental, das ist der Berner Oberland Richtung Eiger, Jungfrau, Grindelwald, also Gstaad, bei Gstaad eigentlich, da in der Gegend ist das. Auf 1000 Meter Seehöhe haben wir gesagt, jetzt bauen wir ein Haus vollkommen technikfrei. Weil beim Filmarchiv haben wir noch eine kleine Solaranlage am Dach und eine Klimaanlage so groß wie ein Kühlschrank. Vorher war eine Klimakammer geplant, daneben so groß wie das ganze Archiv. Haben wir alles runter reduziert. Und da haben wir gesagt, bauen wir jetzt einen Prototyp ohne Lüftung, ohne Heizung. Vollkommen ohne Heizung und schauen, was passiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Gebäude, das nach Süden große Fenster hat, nach 13 Uhr, 20% der Außenfläche sind Glas, 80% massive Wand. In diesem Gebäude haben wir jetzt den vierten Winter in allen Räumen permanente Messung, war die Temperatur noch nie unter 18 und noch nie über 24 Grad. Ohne irgendeine Technik zu verwenden. Wir arbeiten mit zwei Speichermedien, mit dem langsamen, sehr trägen, über einen Monat Auskühldauer Speicher der Gebäudehülle und mit einem schnellen Speicher hinter den südseitigen Glasscheiben einen dunklen Stampflehmboden, der sich schnell aufladen und das dann ans Holz weiterreichen kann, die Energie. Stellt euch das vor. Was heißt das alles? Was heißt denn das alles? Das heißt, dass wir von vielen Glaubenssätzen, die wir ständig hören, vollkommen weggehen müssen. Da gibt es Menschen, die erklären uns allen Ernstes, Tag für Tag, dass wir auf dieser Erde Mangel haben. Da wird uns erzählt, wir haben Energieknappheit. Da wird uns erzählt, wir haben zu wenig Rohstoffe. Ich habe früher eine Zeitung abonniert gehabt, und wie der 7-milliardste Erdenbürger auf die Welt gekommen ist, haben sie in der Zeitung also ein entzückendes Baby abgebildet, wir wissen, dass genau das 7, aber gut, das ist wurscht, haben sie der Baby abgebildet und haben drunter geschrieben, jetzt gibt es 7 Milliarden Menschen auf der Erde, das ist ja schon Zeit aus, jetzt haben wir schon 7,5. Und dann kam ein Text, so sinngemäß, das ist gar nicht toll. Weil wenn wir so weitermachen, geht es uns ganz schlecht, wir sind zu viel und die Erde gibt gar nicht Platz für so viele Menschen her. Da habe ich augenblicklich meine Zeitung abbestellt und habe es heute gar nicht mehr. Ich denke, sowas sage ich mir nicht, so einen Unsinn. Meine Damen und Herren, das einzige Problem, was wir auf dieser Welt haben, ist ein Problem des falschen Lebenskonzeptes, nicht des Mangels. Wir haben für alles, was wir brauchen, Überfluss. Fahren Sie das Stück da nach Lara auf, da steht meine Fabrik, die wir da in Deutschland gebaut haben, dass wir nicht so weit fahren müssen, dass kurze Wege sichergestellt sind. Da bauen wir 150, 200 Häuser im Jahr und die Sonne, die aufs Dach scheint, produziert mehr Strom, wie alle großen Maschinen drunter in der Fabrikshalle brauchen. Wenn ich die 120 Millionen Kubikmeter nehme, die im deutschen Wald jedes Jahr nachwachsen, damit kann ich spielend alle Häuser Deutschlands bauen. Mein Problem ist nicht, dass ich zu wenig Holz habe. Mein Problem beginnt dann, wenn ich das Holz, die wunderbaren Bäume nehme und in die Leimsuppen, in die Giftsuppen einrühre und Wegwerfprodukte mache, die die nächste Generation belasten. Ich muss das Material so verwenden, dass es lange Zeit dient und auf derselben Kaskade wiederverwendet wird. Und das gilt nicht nur bei meinem Holz. Wir alle haben ein Handy. Für ein Handy braucht man Coltan. Und für die Batterien, wenn man das Auto elektrifizieren will, noch viel mehr. Wissen Sie, was um diesen Rohstoff Coltan als ein Beispiel passiert? Der ganze Kongo ist ein Bürgerkriegsland, wo Angst und Schrecken herrscht, damit man den Rohstoff aus der Erde rauszieht. Und wenn wir unsere Handy, unsere Bildschirme, unsere Elektrogeräte wegwerfen, ist der Prozentanteil pro Tonne an seltenen Erden 10, 50, 100 Mal so hoch, wie der Prozentanteil ist, wenn du das Erz aus der Erde schürfst. Und wir sind nicht in der Lage, dass wir aus einem Handy wieder ein Handy, aus einem Radio wieder ein Radio und aus einem Computer wieder einen Computer machen. Weil das geschäftsschädigend ist.
Und das ist das Verrückte. Meine lieben Leute, die Welt, die Schöpfung ist ein Ort der Fülle. Sie ist ein Ort der Liebe und nicht des Mangels und nicht der Angst. Aber wir müssen die Kulturleistung bringen, dass wir diese Ströme, diese Kreislaufströme erkennen und dass wir uns da wieder einlegen. Und wir müssen diese einfache Kulturleistung erbringen, dass die maximale Zahl in der Bilanz der größte Verlust ist, den wir machen können, wenn wir dafür solche Nebenschäden in Kauf nehmen. Es ist auch eine falsche Ausdrucksweise, wenn man sagt, wir haben das Problem, weil wir Gewinn maximieren. Meine Damen und Herren, wir maximieren keinen Gewinn. Was wir heute machen, ist Verlustmaximierung. Wenn wir Gewinn maximieren würden, dann würden wir sofort, augenblicklich sagen, wir entscheiden so, dass es für die siebte Generation nach uns noch gut ist. Und nicht für den nächsten Quartalsbericht. Dann müssten wir augenblicklich sagen, alle Manager, die Entscheidungen treffen, die zweite, dritte, vierte, fünfte Generation nach uns beschädigt, werden gefeuert. Wir feuern diejenigen, die im nächsten Quartal irgendein Zeug haben, die uns nicht passt. Wie verrückt ist denn das? Und wenn wir das kapieren, meine lieben Leute, dann gehen wir in die Fülle. Es gibt in der Natur keinen Mangel. Jetzt kommt der Frühjahr, da im Schwarzwald, ich weiß es ja, weil ich hier oft sein darf bei meiner Fertigung und bei unseren Mitarbeitern da. Wenn hier der Frühjahr kommt, das ist ein Inferno an Blüten, das ist sowas Schönes, da geht das Herz auf. Schauen Sie sich das an. So ein Kirschbaum, der blüht, das ist das Symbol der Fülle. So funktioniert das Leben. Die Erde trägt locker 50, 60, 70 Milliarden Menschen. Wenn wir anders handeln, wenn ich das Gewicht der Menschen hernehme, wir sind 7,5 Milliarden Leute rund derzeit, bald sind wir 12, wenn die Prognosen stimmen, aber 7,5 Milliarden im Durchschnitt, sagen wir 70 Kilo, bei uns vielleicht mehr, in Asien weniger, dann gibt es 500 Millionen Tonnen lebende Menschen auf der Erde, die da herumkrabbeln. Einfache Rechnung. Und die sind angeblich zu viel. Biologen können ausrechnen, wie viele Millionen Tonnen Termiten und Ameisen auf der Welt sind. Und das ist erstaunlich, das sind 7-mal so viel. An Gewicht, nicht an Zahl. Haben Sie schon mal gehört, dass jemand sagt, wir haben zu viele Ameisen, die fressen da die Lebensgrundlage weg? Haben Sie das schon bekehrt? Ich nicht. Die leben Kreislaufwirtschaft. Die zerstören nichts. Das ist das Prinzip. Und vielleicht darf ich, wir schauen mal mit der Zeit aus. 5 Minuten noch, 10, okay, dann mache ich zum Schluss vielleicht noch, gehe ich wieder in einen ganz profanen Bereich, dass Sie sehen, wie nahe die Natur uns ist. Die Natur ist näher wie alles andere. Die Zellen von jedem Baum beinhalten alle Bauteile, die mein Kopf, mein Haar, meine Hand, die ich beinhalte. Der Unterschied zwischen dem Holz und meinem Kopf ist nur, dass es anders zusammengestellt ist. Das ist so. In mir finden Sie dieselben Spurenelemente, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, die Kohlenwasserstoffchemie, das ist die organische Chemie, das ist so. Überspitzt formuliert kann man sagen, wenn man mich neu zusammenbaut, kannst du Fichten oder sonst was draus machen. Aber was mich immer fasziniert hat, wir Menschen in Deutschland, wir fast, ich glaube, ein Drittel des zur Verfügung stehenden Budgets des Staates wenden wir für das Gesundheitssystem auf, dafür, dass wir alt werden, halbwegs gesund, sinnvollerweise. Das heißt, das ist eine Riesenposition. Weltweit, glaube ich, geben wir nur für die Rüstung mehr aus. Nur für die Zerstörung des Lebens geben wir noch mehr aus, als wir für die Erhaltung. Aber jedenfalls geben wir für die Gesundheit sehr viel Geld aus. Und wir wissen, wenn wir die Lebenserwartung anschauen, wir schaffen es damit, dass wir im Durchschnitt 80 Jahre alt werden oder so. Beachtlich, wenn man es mit Mittelalter vergleicht. Aber dann ist Schluss. Mehr geht nicht. Manche haben das Glück, dass 100 werden, aber dann ist Schluss. Die Bäume, die überhaupt kein Krankenhaus und nichts haben, die schaffen es, dass ihre Zellen Jahrtausende funktionieren.
Die werden von genau den gleichen Bakterien, Pilzen und Viren angegriffen wie wir Menschen. Wie geht denn das zu? Was haben uns die da schon wieder voraus? Spannende Frage, gell? Ich glaube im Jahr 2012 habe ich das Buch Die geheime Sprache der Bäume geschrieben und auch da auf den Markt gebracht. Und nach diesem Buch haben wir ganz tolle Experimente gemacht mit einem Medizinprofessor, mit einem Forscher an der Medizinuniversität Graz, der in Österreich einer der führenden Forscher in der Medizin ist. Der Max Moser hat mit seinem Team für die Weltraumstation Mir die medizinische Messtechnik gemacht, also für diese Raumstation. Und der hat sich dann damit beschäftigt, zu untersuchen, was machen Materialien, was macht der Raum mit einem Mensch? Ist es egal, ob Sie heute Abend in die Gipsbude oder in den Ziegelhaus gehen oder in ein Holzhaus gehen? Ist das relevant oder nicht, rein wissenschaftlich betrachtet? Und die haben damals diese unvorstellbar interessante Entdeckung gemacht, dass jeder Mensch sich in reinem Holz, in einem Raum aus reinem Holz, die Arbeit des Herzens von einer ganzen Stunde erspart, jede Nacht. Wenn du vom Holz ins Fertighaus aus Gips oder in ein gemauertes Haus gehst mit Dispersionsanspruch, kriegt das Herz einen Stress und du hast 3.500 Schläge mehr zu absolvieren. Und der Schlaf ist seichter. Das sind Fakten. Weil uns dieses Holz über unser Unterbewusstsein, über unser Sensorium, das uns gar nicht bewusst ist, so vertraut ist und weil das für uns so etwas Positives ist. Na, das ist schon mal ein Hinweis, dass da was sehr Lebensförderndes stattfindet. Aber trotzdem noch keine Antwort, warum da Zellen 1000 Jahre oder noch mehr funktionieren. Der älteste Baum, den die Wissenschaft kennt, ist 9600 Jahre alt, stellt euch vor. Wo ist diese Antwort zu finden? Und dann, der lebt noch, ja. Und dann kam es zu unserem Buchprojekt, Die sanfte Medizin der Bäume, über Gesundheit und die Einflüsse. Der Verleger, der hat da Druck gemacht, sagt, du musst das Buch schreiben. Und ich habe gesagt, ich kann das, ich würde das nie allein tun, ich bin kein Arzt. Das ist vermessen, über Gesundheit und Medizin zu schreiben, wenn man kein Arzt ist. Und dann ist diese Kombination entstanden, dass der Professor Moser mein Co-Autor geworden ist und gesagt hat, ich mache dir die medizinische Redaktion. Ein Glücksfall. Und dann habe ich den mit Fragen überhäuft, die ich mir nicht erklären konnte. Und ich habe gleich bei meiner Kindheit begonnen und habe gesagt, Max, ich bin so ländlich, so rustikal aufgewachsen. Und als Kind habe ich beobachtet, wie bei uns ein Ross das andere einmal schwer verletzt hat, weil er meine, mit den Eisen gar nicht treten hat, dass ein ganzer Fleischfetzen runterging. Und statt dass man einen Tierarzt geholt hat, hat die Großmutter aus ihrer Blechbüchsen im Stall, ohne jede Hygiene, diese selbstgerührte Lerchenharz, Baumharzsalbe da drauf geschmiert. Und das ist sofort verheilt. Nach 10 Tagen hat das Ross wieder gearbeitet. Keine Sepsis, nichts. Und dann hat mich der Hund gebissen, da war ich so ein kleiner Bub, noch vor der Schulzeit. Ich habe was ausprobiert und der hat mich gescheit gebissen. Und dann wurde ich auch so behandelt. Würde ich nie empfehlen, weil das mit Hygiene nichts zu tun hat. Und später hat der Opa, genau der Opa, der mir so viel mitgegeben hat, da war er Mitte 80 oder schon auf 90 ist er zugegangen und ist ausgerutscht bei der Arbeit mit der Hand in die Abrichthobelmaschine rein und hat sich den ganzen Daumenballen weggefräst. Grausige Verletzung. Und statt dass sie ins Krankenhaus gefahren sind, haben sie die Bechsalm aufgeführt, einen dicken Verband um ihre Windel und nach 14 Tagen war das verheilt. Bei so einem alten Menschen. Ohne Entzündung. Und ich habe gesagt, Max, ich traue der Sache nicht. Das ist ja null Hygiene. Wenn ich mir weh tue, verwende ich das nie. Meine Frau ist Drogistin und auch so eine Naturheilbegeisterte. Und die rührt die Salbe noch und sagt, Max, ich verwende die Salbe nur bei uns für die Viecher. Wir haben eine kleine Landwirtschaft, ich habe es daheim. Aber wenn ich mir weh tue, gehe ich eh in die Apotheken und nehme Vitamerfen und Beta-Isodonna. Aber trotzdem würde ich gern wissen, was das auf sich hat. Dann sagt er, hast du das Rezept? Sage ich, ja. Sage ich, gib mir es mit. Bei unserer nächsten Sitzung sage ich, Erwin, das ist hochinteressant. Jetzt pass auf, jetzt sage ich dir was. Diese Substanz, hauptsächlich das Harz der Nadelbäume, ist in höherem Maße Pilze, Bakterien, Viren, Krankheitskeim abtötend, wie alle Medikamente, die wir von der Pharmaindustrie bekommen. Sag ich, was hast du gesagt? Sag ich, das ist so. Sag ich, Max, du bist der oberste Schulmediziner. Darfst du sowas überhaupt sagen? Sag ich, Erwin, das ist auch der Grund, warum die mangelnde Hygiene keinen Schaden angerichtet hat.
Da drinnen überleben keine Keime in der Dose. Da sage ich, Max, warum hat das nicht jeder Arzt? In meinem Sägewerk, da rinnt überall das Pech aus. Wenn ich eine Stunde gehe mit einem großen Eimer, ist der voll. Dann sagt er, pass auf einmal, das kannst du nicht synthetisch nachbauen. Das ist kein Geschäftsmodell. Die wollen ein Medikament, was man industriell synthetisch herstellen kann. Sag ich, Max, dann rühre ich das. So, ich habe immer so viel Asterix-Heftel gelesen mit 14, 15 und gesagt, da gab es den mit dem Zaubertrank und dann rühre ich das. Und dann sagt er, das wirst du sein lassen, du brauchst nicht glauben, dass du Heilmittel im Verkehr setzen kannst. Da handelst du große Schwierigkeiten. Nein. Das habe ich verstanden, den Rat. Ich sage, das verstehe ich. Was tun wir dann? Sag er, machst du so wie mit dem Buch vom Opa. Gib das Wissen weiter. Wissen darfst du weitergeben. Dann habe ich das Rezept genommen und in das Buch Die sanfte Medizin des Grüne reingeschrieben. Sie haben keine Ahnung, da ist wieder das Gleiche abgegangen, wie bei dem Buch, was der Opa noch wusste. Ich habe einen Ordner zu Hause nur mit Zuschriften von Ärzten. Nicht von Laien, das habe ich sortiert. Ärzte, die das ausprobiert haben und gesagt haben, ich kann Dinge heilen, die konnte ich vorher nicht heilen. Da haben wir halt Cortison ausgeschmiert, weil wir nichts anderes haben. Jetzt ist es weg. Eine Ohrenärztin, eine HNO-Ärztin aus München sagt, einen ganz seltenen Ohrenpilz, weg. Ein Chirurg hat mir geschrieben, er operiert Tag für Tag, Chirurgen, weißt du, das ist ein blutiges Geschäft. Und er begleitet alle Patienten bis das Krankenhaus verlassen. Er hat eine genaue Statistik gehabt, etwas mehr, irgendeine Zahl über knapp über 90% zufriedenstellende Heilung, circa 10% mehr oder weniger große Probleme, Stichwort sekundäre Infektion, krankenhausresistente Keime. So, seit er dieselben verwendet, kann er fast all diese Probleme lösen. Unglaublich. Warum kombinieren wir das nicht? Warum denken wir immer schwarz und weiß und sagen, da ist die Schulmedizin, da ist das andere und das darf sich nicht berühren und das darf sich nicht ergänzen? Wahnsinn. Warum bringen wir es nicht zusammen? Voriges Jahr habe ich selber ausprobieren dürfen, wie einem die Bäume auch persönlich helfen können. Da war ich in einer blöden Situation im Juni von dreiviertel Jahr. Da habe ich diesen Finger da, der dort nicht ganz gerade, ein bisschen krumm ist, habe ich den Finger in der Hand gehabt. Den habe ich mir abtrennt, verletzt. Und dann habe ich geschaut, dass ich mit dem Finger ganz schnell ins Krankenhaus komme. Und dann haben mich die sofort geschnappt und den Finger dazu und gesagt, ob ich eine Vollnarkose will oder nur da. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte zuschauen, wenn es geht. Und dann habe ich da diese Narkose bekommen und konnte 2,5 Stunden dem Operationsteam zuschauen, wie die da unglaublich was Ärzte können. Ich war so dankbar. Und bei jedem Nerv, bei jeder Sehne, das zusammengemacht haben, sage ich, jetzt haben wir wieder einen. Unfassbar. Und wie die ganze Geschichte vorbei war, habe ich mich bedankt bei dem Oberarzt, der das geleitet hat, und gesagt, danke. Und dann sagt er, bedanken Sie sich nicht zu früh. Das war so verschmutzt und die Chance, dass Sie eine sekundäre Infektion bekommen, ist sehr groß. Und da müssen wir erst schauen, ob wir die in den Griff bekommen. Und wenn wir es nicht in den Griff kriegen, ist er weg. Nach 2 Tagen war es soweit. Trotz Schmerzmittel, der war so dick und alle Farben. Und bei der Visite hat der den angeschaut mit ganz ernstem Gesicht. Und dann habe ich gesagt, der schaut nicht gut aus. Gell? Dann habe ich gesagt, nein, der schaut nicht gut aus. Dann habe ich gesagt, können Sie noch was machen? Ich habe den Kopf geschüttelt und gesagt, heute Nachmittag müssen wir schauen, dass wir einen Termin kriegen im OB. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, was ich jetzt mache, Herr Doktor? Dann hat er mich angeschaut, sage ich, gehe jetzt heim. Dann sagt er, Sie können nicht heimgehen. Das ist viel zu gefährlich mit einer Blutvergiftung, sage ich. Sie können mich nicht gehalten, die gehören. Weil anschneiden können wir in ein paar Tagen auch noch. Und wie eine Blutvergiftung ausschaut, weiß ich eh, ich passe auf und bin raus aus dem Krankenhaus. Bin einfach heim. Und habe den dick mit der Pechsalbe eingeschmiert. Und dann habe ich einen Tag Höllenschmerzen gehabt, die Nacht nicht geschlafen, vor lauter Angst, dass mir da irgendwas passiert. Und am nächsten Tag war innerhalb von einer Viertelstunde alles anders. Plötzlich ist das gekippt. Die Schmerzen weg, das hat gepocht und ein paar Stunden und das ganze Geschwollene war weg. Und ich bin am dritten Tag ins Krankenhaus mit dem schlanken Finger und habe denselben Deckel mitgehabt und gesagt, schauen Sie, was passiert ist. Dann hat dieser Arzt, seine 4 Kollegen zu 15 rundherum gestanden, staunend und haben das angeschaut und ich habe erklärt, was das für Salben ist und dass man das einfach machen kann. Und habe gesagt, was sagen Sie da dazu? In meiner Begeisterung hat eine Ärztin gesagt, das ist schon erstaunlich, wie das bei Ihnen wirkt. Und dann habe ich sie angeschaut und gesagt, wie gehen wir jetzt weiter vor?
Und das habe ich echt lässig gefunden, dass ich sage, sie machen natürlich mit dieser Therapie weiter. Und da sehen Sie, auf allen Ebenen, auf allen, von der hohen Theorie bis zur Praxis jeden Tag, kann man nur gewinnen, wenn Sie beschließen, die Natur in Ihr Leben hineinzulassen. Wenn Sie beschließen, nicht selbst der zweite Herrgott zu sein, der alles lenkt, sondern wenn Sie sagen, ich bin ein vernetzter Teil, ich bin verbunden mit allem und verhalte mich so. Sie können nur gewinnen. Und das ist es, was ich Ihnen vom ganzen, ganzen Herzen wünsche. Dankeschön. Danke. Danke sehr. Thank you.